Fällt dein Milchzahn dir aus? Wer kommt in dein Haus? Die Zahnfee des Nachts! Nanny, wieso hat Mami gesagt, dass es äußerst gefährlich ist, eine Zahnfee zu sein? Es gibt sehr, sehr vieles, auf das man Acht geben muss, wenn man durch die Nacht fliegt. Na was denn? Au! Spinnennetze zum Beispiel. Schönen guten Abend, verehrte Spinne. Entschuldigen Sie die Beschädigung Ihres Netzes. Der junge Elf verfügt noch über sehr unzureichende Nachtflugerfahrungen. Puh! Wiedersehen! Danke, Nanny Plum. Nanny, was gibt es noch für Dinge, auf die wir aufpassen müssen? Oh! Fenster! Woher ist denn das auf einmal gekommen? Das hast du gut gemacht, Holly. Du hast das Haus des kleinen Mädchens gefunden. Und siehst du, da liegt es. Ich finde, dass sie nicht gerade klein aussieht. Wow, so ein großes Mädchen habe ich noch nie gesehen. Still. Weil sie so groß ist, hat sie auch große Ohren und könnte uns hören. Ihr müsst also leise sein. Folgt mir. Sie ist wirklich hübsch, Nanny. So dicht dran zu gehen ist gefährlich, Holly. Ihr Atem saugt mich ja richtig ein. Beweg die Flügel. Ich sage ja, wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sogar. Jetzt kommt der schwierigste Teil der Mission. Ich muss den Zahn ganz geschickt unter dem Kopfkissen hervorholen, wobei die Kleine auf keinen Fall aufwachen darf. Wie denn? Abrakadauf, Kissen, heb dich auf. Oh. Da liegt der Zahn. Er rührt sich nicht. Eins, zwei, drei, ziehen! Oh, danke, Ben. Ich würde sagen, das war ein sehr großer Milchzahn. Wow! Hallo, Ben. Hallo, Holly. Hallo, weiser alter Elf. Ah, Nanny Plum. Guten Tag. Kann ich bitte einen Sack Ihres Mehls bekommen? Aber gern. Er wird für Sie bereitgestellt und das genau in einer Woche. Ich dachte, das geht sofort. Hoho, der Volksmund sagt schon, du treibst die Elfenwindmühle nicht an. Wieso nicht? Wissen Sie nicht, wie in einer Windmühle das Mehl gemahlen wird? Doch, das weiß ich genau. Weiser alter Elf, können Sie uns nicht zeigen, wie das Mehl gemahlen wird? Natürlich kann ich das. Bitte mir zu folgen. So, kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Das ist ein Elf. Nein, nein, was der Elf in seiner Hand hält. Das ist Weizen. Ja, sehr gut, Ben. Und wer weiß, was wir mit dem Weizen in der Elfenwindmühle machen? Ich weiß es! Wir nehmen den Weizen und dann... Halt einen Moment, Ben. Lassen wir den Feen die Chance, es uns zu sagen. Wird damit der Boden ausgefegt? Nein, nein, nein. Aus den Weizenähren wird das Mehl gemacht. Zuerst geben wir den Weizen in diesen Trichter hinein. Wenn er durch den Trichter rutscht, werden die Teile, die wir brauchen, aussortiert. Seht es euch an. Hier lang dann bitte. Das sieht aber gar nicht nach Mehl aus. Wir sind ja auch noch gar nicht fertig, Prinzessin Holly. Seht nur, der Wind bewegt die Flügel. Die Flügel bewegen die Zahnräder und die Zahnräder bewegen die Mühlsteine. Die Rosen sind rot und der Himmel ist blau. Misch die beiden zusammen und du hast violett. Er muss also unter der violetten Blume vergraben sein. Aha, sehr klug, fantastisch. Komm mit, Ben. Lass uns den Schatz gleich ausgraben. Ja, Elfen sind sehr gut im Graben. Und wir sind Elfen. Grab los, grab, grab los. Grab, 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 grab. Grab los, grab, grab los. Grab, grab. Oh, was ist das? Wieder eine Karte. Sehr richtig. Der Schatz lässt sich natürlich nicht nur durch einen Hinweis finden. Wieso nicht? Das würde doch keinen Spaß machen, meine kleine Meerjungfrau. Doch. Das Kreuz ist diesmal an Gastons Höhle.
Los, gehen wir dorthin. Hallo, Gaston. Wir sind zu dir gekommen, weil wir einen Hinweis haben, dass sich ein Piratenschatz in deiner Höhle befindet. Ah, hier habe ich selbst mal gelebt, aber das ist schon einige Monde her. Vermutlich warst du da noch gar nicht geboren, Gaston. Gefällt mir, was du draus gemacht hast, Gaston. Mr. Rotbart, wie lautet denn das neue Rätsel? Ach ja, das Rätsel. Ich bin leicht gepunktet. Und wohin ich mich leg, liegt auch ein Hinweis. Er zeigt dir den Weg. Es ist leicht gepunktet? Was kann das sein? Gaston hat Punkte auf seinem Rücken. Ja, und Gastons Bett ist das, worauf er liegt. Wieder eine Karte. Oh, das Kreuz weist diesmal auf das kleine Schloss hin. Unmöglich. Ich habe ja jeden Winkel des kleinen Schlosses einer gründlichen Reinigung unterzogen. Ich hätte es gefunden. Und wenn's gut versteckt ist, mein Täubchen? Die Elfenband steht freudig zu Diensten, Euer Majestät. Weise alter Elf, wir erwarten heute den Besuch von höchst bedeutenden Gästen. König und Königin Marigold. Sie sind wahnsinnig langweilig und hochnäsig. Und Sie wünschen sich etwas Elfenmusik. Haben Sie inzwischen geübt? Nein, Eure Majestät. Eure Ansage war ganz klar. Nie wieder sollten wir musizieren. Ja, ja. Heute wollen wir sie hören. Oh, das ist für uns eine große Ehre, Eure Majestät. 1, 2, 3, 4. Umpa, umpa, umpa. Interessant. Das war grauenvoll. Wieso? Ich fand's gut. Dir mag es gefallen, Holly. Doch ich fürchte, König und Königin Marigold gefällt es nicht so. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Eure Majestät. Wie sieht er aus, Nanny Plum? Prinzessin Holly könnte die Blockflöte für die Gäste erklingen lassen. Ja, Nanny hat es mir neulich beigebracht. Und Holly hat sehr fleißig geübt. So eine charmante Weise. König und Königin Marigold werden begeistert sein. Leider gibt's nur ein Problem. Du hast Elfenmusik versprochen und Holly ist keine Elfe. Dann zaubere ich eben Elfenohren für Holly. Was ist da zu hören? Ah, Ameisen! So ein Glück. Sie können zeigen, wo die Königin ist. Gaston, sag... Führt uns zu eurer Chefin. Was hat sie geantwortet? Gaston sagt, dass wir aufsteigen sollen. Toll! Juhu! Na dann los, vorwärts! Hui! Das muss der Ort sein, wo die Ameisenkönigin wohnt. Oh, ist das die Königin? Ja. Sie ist, groß, findest du nicht? Gaston, würdest du denn jetzt übersetzen? Ich grüße eure Ameisigkeit. Ich bin Nanny Plum. Und ich bin Holly, eine entzückende Feenprinzessin. Ich bin Mr. Elf. Ich bin Mrs. Elf. Und ich bin Ben Elf. Wir sind Elfen. Und ihr habt mein Horn. Da liegt mein Zauberstab. Das königliche Piano. Unser Fernseher. Und mein magischer Picknickkorb. Gaston, frag, ob wir unsere Sachen zurückhaben können. Ich schätze, das bedeutet nein.
Warum will sie uns das alles nicht wiedergeben, Nanny? Ach, weiß der Teufel. Und was wollt ihr mit all diesen Dingen denn nur anfangen, Ameisigkeit? Wir fahren zur großen Farm, zur großen Farm, zur großen Farm. Wir fahren zur großen Farm und werden Kühe sehen. Da wär sie, die große Farm. Passen Sie auf die Viehgitter auf. Was? So, ihr müsst immer bedenken, große Menschen haben sehr große Füße. Ihr könnt nie wissen, wo sie als nächstes hintreten. Mit Glück werden wir vielleicht gar keinen der großen Menschen treffen. Wenn es aber doch geschieht, bitte Ruhe bewahren. Nur keine Panik, klar? Weiser alter Elf, ist das einer von den großen Menschen? Hä? Ah, ein großer Mensch! Ah! Oh, ein kleiner Spielzeugbus. Bitte stell uns wieder runter. Oh. Keine Sorge, das ist Lucy. Sie ist nur ein kleines Mädchen. Sie ist ein sehr großes kleines Mädchen. Sie ist sogar enorm groß. Hallo. Hallo, Lucy. Oh, noch mehr kleine Feen. Ich darf dich darauf aufmerksam machen, ich bin keine Fee. Ich bin ein Elf. Hast du auch Flügel? Kannst du auch fliegen? Elfen wollen nicht fliegen. Kannst du etwas zaubern? Elfen wollen auch niemals zaubern. Oh, und welche anderen Dinge könnt ihr so? Elfen können, sehr viele Dinge. Und wir sind Elfen. Und wir sind Feen. Bitte weg mit den Zauberstäben, Feen. Eine Farm ist kein Ort für Zauberei. Wie du gerade siehst, Lucy, kann dieser Elf am besten rumkommandieren. Das ist sehr schwer. Alle zusammen, los! Hallo, Mrs. Elf am Apparat? Mami, ich bin's, Ben. Oh, Ben, du klingst irgendwie anders. Ja, wir brauchen hier unbedingt Hilfe. Bitte komm schnell. Ich komme sofort. Sie ist schon unterwegs. Na, Gott sei Dank. Ich frag mich, was da passiert sein mag. Bin dein Kind, bring Spaß geschwind. Bade mich bitte. Hallo Daisy. Hallo Poppy. Könnt ihr mir sagen, wo die großen Kinder sind? Hier drüben. Hier. Daisy und Poppy haben uns einfach verzaubert. Und wir brauchen jetzt unbedingt Hilfe. Eure Majestät. Da haben wir uns wohl selbst in eine verzwickte Lage gebracht. Ja. Die Zwillinge sind heute irgendwie recht ausgelassen. Können Sie sie etwas beruhigen, bitte? Natürlich. Na, na, Daisy und Poppy. Ich bin sicher, ihr wolltet gar nicht so hoch fliegen. Quiek, quiek, quiek. Quiek, quiek, quiek. Oh! Quiek in den Himmel flieg. Schluss, Zwillinge. Lasst mich runter, und zwar sofort. Sieht so aus, als ob wir noch mehr Hilfe brauchen würden, nicht wahr? Ich rufe an, dass weitere Elfen kommen. Das war heute ganz toll, Mami. Wir haben alles über Frösche gelernt und ich habe sogar eine Hausaufgabe bekommen. Das ist ja herrlich, Schätzchen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mami. Oh, es ist morgen. Guten Morgen, Frau Schleich. Oh, wo sind denn nur die ganzen kleinen Fische hergekommen? Das sind keine Fische, Holly. Das sind Kaulquappen. Hallo, Kaulquappen. Was sind Kaulquappen, Nanny? Das sind Babyfrösche. Sie sind aus dem Froschleich geschlüpft. Wow. Ich bin quasi eine Expertin für Frösche. Bereits morgen werden sie sich wieder verändert haben. Oh.
sind zuerst Froschleich, danach bekommen sie kleine Fischwänze und dann nennt man sie Kaulquappen. Wie mir scheint, weißt du ja eine ganze Menge über Frösche. Nanny hat mir alles über sie beigebracht. Magst du eigentlich Frösche, Daddy? Natürlich, solange sie in ihrem Teich bleiben und niemanden belästigen. Sie können ein bisschen schleimig und eklig sein. Daddy! Gute Nacht, Holly. Der Morgen ist da! Guten Morgen, Kaulquappen! Die Kaulquappen haben ja Beine bekommen. Wow, das ist umwerfend. Ja, Holly, aber das wird später noch viel umwerfender sein. Oh. Mami, ich will dir unbedingt etwas zeigen. Was ist es denn, Holly? Komm, schau's dir an. Ich sehe ja meine Kaulquappen gar nicht mehr. Kaulquappen? Vermutlich sind sie unsichtbar. Nanny, hast du sie etwa verzaubert? Nein, Holly. Und wo sind sie dann jetzt hin? Ich freue mich schon sehr auf die königliche Geburtstagsparty. Ich auch. Wir werden da ein extra großes Feuerwerk steigen lassen. Ja, das ist so groß wie eine Karotte. Und es wird Musik geben, Tanz und auch Torten. Jeder von uns liebt König Aurikels Geburtstagsparty. Die Feuerwerkslieferung für König Aurikels Geburtstagsparty. Oh, Ben, leider gibt es dieses Mal gar keine Party. Keine Party? König Aurikel hat entschieden, dass er nicht älter werden möchte. Keiner möchte das. Ich schon. So, dann wird wohl das Feuerwerk ausfallen müssen. Und die Musik. Und das Tanzen. Ach, dann bringen wir die Lieferung am besten wieder zum Elfenbaum zurück. Kann ich hier bei Holly bleiben? Ja, gern. Mach's gut, Dad. Dann bis nachher. Wenn wir König Aurikel nur ein bisschen aufmuntern könnten, dann würde er es sich vielleicht noch überlegen. Gute Idee, Ben. Ich könnte mit einem Zauberspruch den König aufmuntern. Wirklich? Und das funktioniert? Natürlich! Auf welche Weise können Sie jemanden mit Zauberei aufmuntern? Ich zeige es euch. Abracadabra, abracadauf, muntre die Königin sofort auf. Oh, verstehe. Das klappt ausgezeichnet. Seht ihr, wie fröhlich die Königin ist? Machen Sie Schluss! Oh je, Mami kann nicht aufhören zu lachen. Bitte! Oh, das war grauenvoll. Sie würden so gern sehen, wie ein Eichenbaum aus der Eichel wird. Nein! Bitte, Nanny Plum, machen Sie, dass die Eichel zu einem Baum wächst. Ja, bitte, Nanny Plum. Ich tät's liebend gern. Es scheitert am weisen alten Elf. Bitte, weiser alter Elf. Also schön. Es wird nur ein kleiner Zauber. Abstand halten, Kinder. Höchstens ein winziges Bäumchen, bitte. Ja, ja. Blitzen soll's, donnern, Nordwind, blas los. Wer zur Eiche groß, groß, groß? Wow! Wow! Nanny Plum, ist das Ihre Vorstellung von einem kleinen Baum? Er ist etwas groß geworden, nicht? Ich kann ihn aber sofort kleiner machen. Nein, nein, er wird jetzt so gelassen. Gehen wir weiter. Nächstes Thema, Pilze. Ah, gut. Pilze. Wer kann mir sagen, was das ist? Ein Giftpilz. Ja, korrekt. Und? Ihr solltet nie und nimmer einen Giftpilz verzehren, denn er würde euch gefährlich... Was der weise alte Elf euch gerade zu sagen versucht, ist, dass ihr nie und nimmer einen Giftpilz essen dürft. Sonst werdet ihr gefährlich krank. Allerdings. Gut, und ihr werdet nie und nimmer einen Giftpilz essen. Ja, weiser alter Elf. Natürlich glaube ich, weiser alter Elf. Sie haben Lust, darauf zu sitzen. Was? Elfen lieben es, auf Giftpilzen zu sitzen. Madame, Sie verwechseln wohl was. Es sind die Gnome, die sich auf Giftpilze hocken wollen. Elfen, Gnome, wer auch immer.
Fehlanzeige, da tut sich ja leider gar nichts. Oh, er braucht vielleicht nur Batterien. Nein, da ist ein Uhrwerk. Es fehlt bloß der Schlüssel. Ich zaubere einen Schlüssel. Oh, Holly, ich denke, wir sollten keinen gezauberten Schlüssel benutzen. Zauberei kann sehr gefährlich sein. Ich bin sicher, es wird nichts Schlimmes geschehen. Was auch immer passiert, wir werden Spaß haben. Na schön. Still, Gaston. Na dann, lassen wir uns überraschen. Es funktioniert! Meister, wie ist dein Name? Könnte er dafür konstruiert sein? Keine Ahnung. Ich bin Ben Elf. Ben Elf, du bist mein Meister. Wir dachten, Roboter machen Hilfe! Hilfe! Oh nein! Lass uns runter, du verrückter Roboter! Lass die Mädchen runter! Ich folge nur Anweisungen meines Meisters, Ben Elf. Roboter? Bitte setz die Feen sofort auf den Boden. Ja, Ben Elf. Und sag Verzeihung. Verzeihung. Das war ein bisschen erschreckend. Der ist nicht wie ein normaler Spielzeugroboter. Ich fürchte, dass der Schlüssel von mir ihn irgendwie etwas verzaubert hat. Er scheint aber das zu tun, was ich sage. Es sollte also alles gut gehen. Hallo, Mädchen und Jungen. Hallo, weiser alter Elf. Nanu, was ist das? Wir haben einen Spielzeugroboter gefunden. Er war kaputt und wir haben ihn repariert. Gut gemacht. Hier entlang. Das hier ist das Stielhaus, wo wir Holzstiele für die Zauberstäbe züchten. Aber auf der Wiese liegen doch massenhaft Stöckchen, die man nehmen könnte. Ja, aber für einen Zauberstab muss es eine spezielle Züchtung sein. Und die muss dazu noch von der richtigen Baumart stammen. Korrekt, Nanny Plum. Das Holz für meinen Zauberstab kommt von einem Pflaumenbaum, denn auf Englisch heißt Pflaume Plum. Bei euch, Holly, stammt das Holz von einer Stechpalme, die auf Englisch... Holly heißt. Sehr richtig. Und, Romy, aus welchem Holz ist dein Zauberstab gemacht? Wenn ich meine Haare ansehe, wird es eine Rotbuche sein. Oh. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Er ist ein bisschen groß. Er kann natürlich beschnitten werden. Daher ist diese Reparaturphase eine Mischung aus Holzbearbeitung und Gärtnern. Ist er denn jetzt fertig repariert? Nein, noch nicht, Prinzessin Holly. Der Kopf kommt auch noch dran. Folgt mir. Das ist der Uhrwerksraum. Die Krebsscherenhalteklammer, bitte. Die Krebsscherenhalteklammer. Sortierhütchen. Sortierhütchen hier. Also das sieht alles sehr kompliziert aus. Die Reparatur eines Zauberstabkopfes ist eine Mischung aus Chirurgie und Uhrmacherhandwerk. Den Fietsch, Fatsch, Schockierungsflötentrichter. Flötentrichter. Interessant. Das hört sich noch nicht richtig an. Hurra! Mrs. Elf, wieso halten denn Orangen die Gnome fern? Es ist der Geruch. Gnome hassen nämlich den Geruch von Orangen. Oh! So. Nun sind wir sicher. Als nächstes steht auf der Liste Holz sammeln für das Lagerfeuer. Hier liegen viele Stöcke. Hier liegen noch mehr. Sehr schön. Das sind genug Stöcke. Hallöchen. Mein Gnom. Was dagegen, wenn ich mich dazu geselle? Naja. Dankeschön. Ich bleib auch höchstens für eine Woche oder zwei. Oh nein. Wir haben eine Orange.
Ja, vermutlich hätte ich sie auch gar nicht gefunden ohne den Duft dieser Orange. Hassen Gnome nicht eigentlich Orangen? Normalerweise ja, doch gerade mache ich eine ausgewogene Holzdiät. Nach dem Verzehr von 10 Pasteten und 20 Creme-Puddings brauche ich als Ausgleich natürlich ein bisschen Obst. Machen wir jetzt Feuer. Wie wird denn so ein Feuer gemacht, Mr. Elf? Ich reibe zwei Stöcke richtig schnell aneinander. Seht her. Ja. Ja. Dieses Hin und Her reicht nicht. Es sollte schon schneller gehen. Ja. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einige interessante Dinge erzählen. Ich weiß alles über Stöcke. Ja. Stöcke wachsen an den Bäumen. Sehr beeindruckend, nicht? Ich finde, dass es schön warm ist. Das kommt, weil das Feuer heiß ist. Ich habe Hunger. Ich auch. Welch Überraschung. Ich habe heute noch so gut wie nichts gegessen. Es waren nur 10 Pasteten, ein Lastwagen voll Chips, 30 Apfeltorten. Wow, das ist enorm. Ein Biskuitkuchen, 100 Leberwürstchen und die Orange. Wenn wir den großen bösen Barry wirklich fangen wollen, dann geht das nur fachmännisch. Ja! Ihr müsst tun, was ich sage. Und sofort, wenn ich es sage. Aye, aye, Captain! Der große böse Barry ist zu groß für so eine Route. Wir nehmen diese Angel. Wow! Ihr wollt dem großen bösen Barry begegnen? Jetzt habt ihr die Chance. Exzellent! Nun warten wir. Aber sicher nicht sehr lange. Da! Das ist er, der große böse Barry! Was für ein Fisch! Daran essen wir ja ein paar Wochen. Er hat sich den Käse geholt. Ja. Motor anlassen! Volle Kraft voraus! Wir bewegen uns doch gar kein bisschen. Aber ja, der böse Barry schleppt uns rückwärts. Festhalten! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich denke eher, dass er uns hat, Daddy. Holly hat recht. Wir hätten nie versuchen sollen, den schrecklichen Barry zu fangen. Er ist zu groß. Er ist zu böse. Wir müssen ihn loslassen. Niemals. Er gibt schon auf. Das glaube ich kaum. Jetzt frisst er ja die Angel. Dann kann er sie haben. Ich gebe sie hin. Tut mir leid, dass wir versucht haben, dich zu fangen. Nichts für ungut. Er frisst die Bunty. Schnell ins Rettungsboot. Runter vom Schiff. Frauen, Kinder und Könige zuerst. Verzeihen Sie bitte, weiser alter Elf. Ruhe! Das ist eine Bibliothek. Entschuldigung. Wir suchen ein Buch über moderne Küche für Nanny Plum. Wieso? Nanny Plum ist eine ausgezeichnete Köchin. Ja, sie ist die beste Köchin auf der ganzen weiten Welt. Sie versteht nur nichts von moderner Küche. Mal sehen. Das Elfenbuch der Pasteten, die Welt der Spaghetti und Pürees, die komplette Geschichte des Eiersandwiches. Ist davon irgendetwas modern? Was genau versteht ihr denn unter moderner Küche, Prinzessin Holly? Es ist sowas äußerst Delikates und Extravagantes, also kein Haferbrei. Verstehen Sie? Oh, Augenblickchen, das sieht nicht aus wie ein Elfenbuch. Ich bin ja auch kein Elfenbuch. Oh, ein magisches Feenbuch. Was hat denn das in meiner Elfenbibliothek zu suchen? Es ist ja nicht ein einziges Wort in diesem Buch. Weil ich ein magisches Kochbuch bin. Wo findet man dann deine Rezepte? Wenn du mir sagst, was du gern kochen möchtest, verrate ich dir, wie du es kochst. Wir wollen zur Feier des Tages eine besonders moderne Speise kochen, bitte. Wie modern? Sehr, sehr modern. Natürlich. Nötig sind dazu all die folgenden Zutaten. Eine Kartoffel, eine Karotte, eine Zwiebel, Erbsen und Käse. Das klingt allerdings nicht gerade besonders. Still, ich muss nachdenken. Voilà, das Rezept
für ein sehr modernes Gericht. Hurra! Psst, das ist eine Bibliothek. Kann ich mir das Buch kurz mal ausleihen, weiser alter Elf? Ihr könnt es auch gleich behalten, Prinzessin Holly. Feenbücher gehören nämlich nicht in die Elfenbibliothek. Dankeschön. König und Königin Marigold, ich freue mich riesig über euren Besuch. Hallo, Schätzchen. Es ist doch immer wieder reizend, so ein kleines Königreich zu sehen.